Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich dir meine Manga-Sammlung. Ich sammle jetzt zwar schon aktiv seit einem Jahr nicht mehr ganz so viel, aber ich habe doch ganz schön viele Mangas angesammelt in den letzten Jahren und die möchte ich dir hier jetzt einfach mal zeigen, denn Mangas sind ja auch eine Form von Lesen. Und deswegen dachte ich mir, es passt eigentlich ganz gut dazu. Hier ist also mein Regal und ich habe dann noch eins, also ich habe ein paar Bücher noch in meinem Schrank, die zeige ich dir einfach nachher. Es beginnt alles mit Elfenlied von Leon Okamoto. Ich fand diese Reihe richtig toll. Sie ist vielleicht schon wirklich 18 plus, also es ist ziemlich viel Gewalt darin. Ich habe auch hier 4, 5 und 6 im Schuber. Der war damals billiger als der Rest und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir auch die anderen drei als Schuber gekauft, weil die sind ein bisschen teurer gewesen. Hier oben habe ich dann Miyaku auf den Schwingen der Zeit Satellite Stories, also das ist dann so ein ganzes Büchchen. Und ich fand das so unglaublich süß. Es war dadurch auch ein bisschen teurer, aber es war so eine Zusatzgeschichte. Und ja, da ist ein Notizbuch dabei und noch so ein Zeichnungsset. Dann habe ich hier Miniature Garden of Dwindle von Mahiko Chino. 1 und 2 damit auch abgeschlossen. Das ist was Besonderes, denn das ist mein einziger Farbmanga. Daneben habe ich Die Zeit am Abgrund von Ino Asano. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gelesen. Das habe ich mir gekauft, weil ich es irgendwie toll fand von der Aufmachung her. Und ja, dann habe ich es nicht gelesen. Daneben habe ich dann Sie lebt gefährlich von Shunarita und Osora. 1 bis 4 damit abgeschlossen. War mein erster Shoujo-Kartentitel. Aber ich fand es nicht ganz so toll. Also es wurde immer langweiliger. Daneben habe ich dann Death Note. Ich glaube, Death Note kennt man, wenn man Mangas kennt. Ich fand diese Reihe richtig gut und ich finde sie immer noch gut. Also ich lese die tatsächlich immer noch gerne. Oben drüber habe ich dann Grimms Manga 1 und 2 und der Sonderband von Kei Ishiyama. Der Sonderband ist allerdings von mehreren Menschen geschrieben. Das sind einfach Grimms Märchen als Manga-Format und das fand ich so süß. Also ich finde die echt toll. Ich mag Märchen generell gerne und deswegen ist es so ein bisschen Kindheit auch gewesen. Und hier habe ich noch Rainbow Days, Band Nummer 1 von Minami Mitsuno. Ja, da fand ich nicht ganz so toll, deswegen habe ich es nicht weitergekauft und außerdem sind diese Egmont-Mangas hier bei uns sehr, sehr teuer. Dann machen wir weiter hier unten neben Death Note. Da habe ich BL-Syndrom von Akino Shina, ein Boys Love-Manga. Und ich muss sagen, ich liebe Boys Love Mangas. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde die echt toll. Und den fand ich auch ganz toll, aber den Zeichenstil fand ich nicht so toll. Daneben habe ich dann Sternensammler von deutschen Autorinnen und zwar von Anna Backhausen und Sophie Schönhammer. Auch hier ist eigentlich wieder mein Problem der Zeichenstil gewesen. Die Geschichte fand ich toll, aber der Zeichenstil war jetzt nicht ganz so meins. Dennoch habe ich beide gelesen. Daneben habe ich dann mit Sag mir bitte, was Liebe ist von Naowa Torumi und Lalo Kokuima noch ein Boys Love. Das war ein Einzelband, war ganz süß. Daneben geht es weiter mit Der Zauber einer mir unbekannten Welt von Moto Momono. Hat mir vom Zeichenstil her richtig gefallen und auch von der Geschichte. Also das ist Girls Love, soweit ich mich erinnern kann. Dann habe ich hier zwei Einzelbände, einmal Mehr als ein Geheimnis und eine süße Falle von Mai Ando. Einzelbände finde ich eigentlich ganz toll, weil dann braucht man nicht die ganze Reihe sammeln. Oben drüber habe ich den ersten Band von Lion Boy von Yokomaki. Ich habe da allerdings noch ein Band, aber der liegt unten. Und hier geht es dann weiter mit Hyokoi von Moya Kumaru. Ich fand diese Manga-Reihe so unglaublich süß. Ich finde dieses Küken richtig toll und generell ist die Reihe einfach niedlich, weil die zwei einfach so unterschiedlich groß sind und so. Und das ist echt cute. Da gab es auch richtig viele Extras, also einmal eine Shoujo-Karte, ein Schlüsselanhänger, ein Poster war mal dabei und ein Pappaufsteller. Und dann war sogar noch ein Autogramm dabei. Ja. Und hier habe ich noch Ai startet durch. Der Einzelband von derselben Mangaka fand ich auch richtig niedlich. Daneben habe ich dann Goldfisch von Nana Ya. Da hatte ich ein paar Probleme mit, also den mochte ich nicht. Ist auch eine deutsche Mangaka, aber den habe ich mir damals gekauft, weil ich deutsche Mangakas wollte. Da waren dann auch noch solche Babaufsteller dabei. Ja, also die stehen dann halt vor dem Manga. Aber ich weiß gar nicht, ob diese Reihe überhaupt irgendwann noch weiterging oder mit zwei Bänden zu Ende war. Weil ich habe es einfach nicht mehr weiter gesammelt.
Dann habe ich hier Dem Himmel entgegen von Shikikawa Bata. Ein richtig hässliches Cover vom Zeichenstil her, aber der Inhalt ist dafür umso schöner. Und hier drüben habe ich dann noch Auf der Suche nach Licht von derselben Mangaka. Auch hier wieder nicht ganz so schöne Cover, wobei die schöner sind als Dem Himmel entgegen, aber die Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Daneben habe ich Diener des Mondes von Yui Kikuta 1 und 2. Der zweite ist auch ein richtig dicker, also im Gegensatz zu anderen Mangas. Und das ist ein Fantasy-Manga. Ich wurde nicht ganz so warm mit, aber dennoch hat der eigentlich schon Potenzial. Und hier habe ich dann noch VIP von Yuko Kasumi 1 und 2 damit leider abgeschlossen. Das war eine richtig tolle Reihe und hätte Potenzial gehabt, mehr Bände zu haben. Dann geht es hier unten weiter und zwar mit Kaiko Sakano, einmal Mein göttlicher Verehrer 1 bis 5 und dann noch Deine wundersame Welt 1 und 2. Ich muss sagen, so ganz meine Richtung war es nicht, aber mir hat der Zeichenstil einfach so gut gefallen. Hier oben habe ich dann Your Name, Band Nummer 3 von Makoto Shinkai und ich finde diese Cover so unglaublich süß. Habe ich zum Geburtstag von einer Freundin bekommen letztes Jahr. Dann habe ich hier Liebe Küsse Körper von Kotsue Chiba 1 bis 4, damit abgeschlossen. Eine richtig niedliche Reihe mit auch einem richtig süßen Cover. Und daneben noch von derselben Mangaka Hausarrest ab 19 Uhr. Das fand ich sogar noch niedlicher als Liebe Küsse Körper. Und hier habe ich dann noch Ein Drittel auf einem Nenner. Aber das hat mir nicht ganz so gefallen, auch vom Cover her nicht. So, das war irgendwie ganz anders als die anderen. Dann habe ich hier die restlichen Miyako auf den Schwingenden Zeit Mangas. Und das war einfach eine richtig süße Reihe. Leider mit 10 dann ja auch zu Ende. Aber daneben habe ich dann noch Chocolate Vampire von derselben Mangaka angefangen. Aber ich bin einfach nicht so der Vampir-Fan. Aber das Cover fand ich toll. Deswegen habe ich auch nicht weiter gesammelt. Dann habe ich hier Last Exit Love von Mayu Sakai. Eine sehr, sehr tolle Mangaka. Damit auch leider abgeschlossen. Aber die Reihe ist echt süß gewesen. Das muss man sagen. Daneben habe ich dann auch noch angefangen, Sugar Soldier zu sammeln. Allerdings habe ich dann nicht weiter gesammelt. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall habe ich die ersten beiden in einem Starterpack gekauft. Deswegen waren sie auch billiger und da war auch noch eine Postkarte dabei. Die zeige ich dir nachher. Die ist nämlich drüben. Und dann habe ich hier noch den ersten Band von Momo Little Devil, ebenfalls von Mayu Sakai. Und das ist ein 3-in-1 Manga. Also das sind 3 drin. Da wird es auch noch einen geben, aber den hatte ich bisher nirgends auftreiben können, weil er irgendwie immer vergriffen war. Dann habe ich hier Herzenswünsche von Marina Umezawa. Das ist echt ein niedliches Cover und auch ein niedlicher Manga gewesen, Einzelband auch. Und daneben von derselben, oh, gar nicht mal, daneben dann nicht von derselben Mangaka, und zwar von Mitsuka Yutsuhara, Liar Queen. Das war echt toll, weil ich mochte einfach die Geschichte dahinter mit dieser Liar Queen. Dann habe ich hier Rainbow Revolution von Mitsuka Yutsuhara, also von derselben Mangaka. Ja, die fand ich eigentlich auch ganz süß, die Reihe. Ich mochte auch sie hier. Und hier habe ich die restlichen Sparky Lion Boy Bänder, die ich dir vorhin ja den ersten gezeigt habe. Hier 2, 3 und 4. Und hier habe ich dann noch von Yuki Shirashi einige Bücher. Einmal Meine wunderbaren Brüder, was richtig niedlich war. So eine richtig süße Brüdergeschichte. Dann Im Band der Schlange fand ich nicht mehr ganz so cool. Die mit den Wölfen spielt, war auch nicht mehr so toll. Und hier habe ich dann den ersten, ich glaube von 2. Und Wenn ich dich lieben würde. Auch von derselben Mangaka, aber den fand ich auch nicht so cool. Und hier oben ist übrigens noch Your Name 1 und Your Name 2. Auch hier sind richtig tolle Cover. Und die Geschichte hat mir auch super gut gefallen. Habe ich nämlich auch schon verschlungen. Dann geht es jetzt weiter mit meinem Schrank. Wie gesagt, ich habe hier auch noch ein paar, die hatten einfach drüben nicht Platz. Und zwar habe ich hier einmal Ame und Yuke, die Wolfskinder im Shuba. Also das ist eine dreibändige Mangaka-Reihe. Und sie ist echt süß. Ich habe da auch mal ein Video gemacht, wo ich es vorgestellt habe. Ich verlinke es dir mal auf dem i. Dann habe ich hier Dein Count von Rihita Takarai 1 bis 5. Ein so süßer Boys Love Manga. Das war mein erster Boys Love Manga. Und dadurch habe ich eigentlich diese Boys Love Schiene ein bisschen erkennen können. Und ich weiß noch genau, dass als ich den ersten Band gekauft habe, ich mir dachte, wow, der sieht aus wie Ardi. Das war damals so ein YouTuber. Und wenn man denkt, wie normal es jetzt ist, Leute mit Masken zu sehen. Dann habe ich hier Lion and Bright. Das ist auch eine richtig süße Manga-Reihe gewesen. Von Mikasa Kurano. Auch richtig schöne Cover. Man hat sich Mühe gegeben damit.
Dann habe ich hier Orange gesammelt und zwar mit 1 und 2. Ich fand die Reihe eigentlich ganz niedlich. Ich finde auch die Cover immer noch süß. Aber sie sind einfach sehr teuer, dadurch, dass es ein Carlsen-Manga ist. Dann habe ich hier noch von Rito Takarai Only the Flower Knows. Auch die fand ich richtig toll. Das ist auch ein Boys Love Manga. Da gibt es allerdings noch ein Band, aber den müsste ich irgendwo, habe ich ihn, aber ich weiß nicht, wo er ist. Dann habe ich hier einen Freund für Nanoka. Das war leider überhaupt nicht mein Fall. Also das Cover war richtig schön und das war auch alles, was ich positiv dazu sagen kann. Dann habe ich hier noch Wrecked Attack, an dem ich weinte, von Ayo Makino. Da habe ich super lange drauf gewartet, bis ich den Einzelband endlich kaufen konnte. Aber im Endeffekt fand ich ihn dann nicht ganz so schön. Und hier unten habe ich dann noch von Tokyo Ghoul die ersten 7 Bänder. Dann habe ich aufgehört zu sammeln, weil ich die Anime-Serie geguckt hatte. Und ja, ich war irgendwie nicht ganz so begeistert von Tokyo Ghoul, ich weiß auch nicht. Da gibt es dann ja auch noch Tokyo Ghoul Re, aber da habe ich überhaupt nicht mehr weiter gesammelt. Was ich dann noch so habe, ist ein Bakken Shoujo Karten. Da habe ich mal eine Zeit lang alle gesammelt. Also die sind manchmal bei den ersten Auflagen dabei. Dann habe ich das hier selbst gemalt. Und beim Starterback von Suga Soldier waren Bosskarten dabei. Und die hatte ich auch eine Zeit lang immer aufgestellt. Ich finde die extrem süß. Das ist die süßeste. Das war bei Miyaku dabei, also bei der Satellite Star Reading. Das war bei der Box von Ami und Yuki dabei. Dasselbe Manga-Cover. Und das ist die absolut süßeste Karte der Welt. Und dann gab es noch die dazu. Und bei dem Manga rund um diese süße Figur war dann einmal das dabei und dann ist irgendwo, nach hier unten, der Schlüsselanhänger, der bei Hyokoi dann auch noch dabei war und was auch noch dabei war, der Babaufsteller. Und diese Katze war auch bei einem Manga dabei, aber die müsste ich vielleicht mal besser ankleben. Und das war meine Manga-Sammlung. Ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich auch hier oben kostenlos mit einem Klick abonnieren, mir einen Kommentar da lassen und hier drüben vorbeigucken, wo du 2 andere Videos über das Thema Bücher findest.